Alter, was geht ab, Leute, Junge? Es ist Sonntag, perfekt für eine kleine Talkrunde. Denn gestern war das, oder heute eigentlich immer noch, aber gestern war das mit dem Ticket und zwar Regi-Event, Regi-Wochenende. Gestern gab es Regi-Gigas und das Event und das Video habe ich gestern hochgeladen, gestern Abend noch. Schaut vorbei. Ich hatte eine ganz gute Ausbeute, kann man nicht anders sagen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, checkt einfach das Video ab. Ja, sehr gespaltene Meinungen. Puh. Zuerst mal fangen wir damit an. Was gab's alles? Muss noch mal hier genauer nachschauen. Es gab natürlich die offensichtlichen Sachen, die davor auch schon bekannt waren. Es gab die Medaille. Es gab die Pose. Es gab 10 Pässe, die man aber nur an dem Tag, also nur gestern, während der Eventzeit nutzen konnte. Das war ein Orangener Pass. Und jedes Mal, wenn du einen Raid gemacht hast, hast du einen neuen bekommen. Das heißt, du konntest nicht einfach 10 einsacken und dann für irgendwann später verwenden. Es gab eine Spezialforschung. Und als Belohnung gab es dafür dann Regi-Gigas. Die Spezialforschung hatte 4 Stufen. Die letzte Stufe ist so wie immer einfach nur alles einsammeln. Davor gab es halt 3 Stufen mit jeweils 3 Sachen, Aufgaben. Für die 3 Sachen gab es Belohnungen, das heißt 9 plus dann nochmal die Endstufe. Also wenn man einen Abschnitt erfüllt hat, dann gab es nochmal Sachen, wie zum Beispiel für die erste 3 goldene Himbeeren, 3000 Staub und 10 Superbälle. Für die zweite gab es einen Sinnohstein, das war bekannt. Das hat da auch viele verärgert, dass der Sinnohstein dann Teil der Belohnung von der Feldforschung war. Man dachte ja, man kauft sich so, sozusagen einen Sinnohstein und einen Nova-Stein, einer Stein. Und dadurch hatten sich manche verarscht gefühlt, dass es halt dann Teil der Spezialforschung ist. Weil sonst hätte man ja an sich auch zum Beispiel die 3 goldenen Himbeeren oder so als Belohnung werben können. Wisst ihr, was ich meine? Die dachten, das wäre dann sozusagen extra. Aber da gab es dann auch wieder 3000 Staub und 10 Superbälle und dann letztes. Einer Stern, 3000 Staub und 10 Superbälle. Also 30 Superbälle. Was für ein ja schon vieles, weil in letzter Zeit waren die uns ja Hypertränke, Superbälle, Hyperbälle und Beleber und sowas andrehen. Also für ein hat das auch einen Wert. Also 9000 Staub sozusagen haben wir uns erkauft durch die Spezialforschung. Dann gab es noch gesamt 3000, 6000, 9000, 12, 15, 18.000 EP haben wir uns sozusagen auch erkauft. Mit der Spezialforschung. Ein Cognodon. Haben wir uns erkauft ein Despotar, ein Lapras, ein Schnäbbedeck-Endentwicklung, keine Ahnung wie der heißt, ein Schildergoss und ein Stardos haben wir uns erkauft. Für viele war das schwach. Ich meine, ich habe davor auch schon gesagt, das Ticket war in Ordnung. Mit den Sachen, die wir wussten, war es okay. Hätte man kaufen können, hätte man nicht kaufen können. Meinung hat sich dazu jetzt geändert, kommt gleich noch. Und das alles, diese ganze Belohnung, 9000 Staub, 18.000 EP und so, das ist ja extra. Das hat man alles gar nicht berücksichtigt, wenn man das Ticket gekauft hat oder kaufen wollte. Vielleicht gab es ein paar Verrückte, die haben irgendwas spekuliert. Die dachten sich, okay, vielleicht gibt es 25.000 Staub oder 20.000 oder 50.000 vielleicht sogar. Und hatten damit spekuliert und dachten dann, ja, okay, wenn es sowas gibt, dann würde es sich dann rentieren. Aber das alles ist meiner Meinung nach einfach nur geschenkt gewesen und dafür ist es schon okay. Es ist jetzt nicht so krass, wo jetzt Nicht-Ticket-Leute sagen, boah, die haben sich so klasse Sachen erkauft. Aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, wo man sagt, okay, war jetzt mein Geld nicht wert, sag ich mal. Ein Despotar ist ein Raid wert, ein Lapras ist ein Raid oder eine Quest wert. Der Rest, ja, ist schon okay. Und das hat man ungefähr in einer Stunde, vielleicht 2 Stunden erledigt und dann hat man eigentlich den Rest des Tages nur noch geradet. Also kann ich eigentlich sagen, das Ticket hat sich so gar nicht gelohnt. Ticket war eigentlich schon schlecht. Es gab ja davor schon viel Gemunkel, nicht Gemunkel, viele Beschwerden über das Ticket. Und viele haben sogar boykottiert, weil, habe ich auch im Video gesagt, rein theoretisch, wenn das keiner kaufen würde, wirklich keiner, wenn das floppen würde, dann würde Niantic das sicher nicht nochmal bringen. Und wenn es halt ein Top wird, ein Hit, dann wird Niantic das garantiert wieder bringen. Das Problem ist, das ist natürlich alles virtuell. Wenn man jetzt vergleichen würde, was weiß ich, zum Beispiel wir in der Arbeit veranstalten, irgendwelche Veranstaltungen, Events, da gibt es dann irgendwelche Kosten, die man erstmal abdecken muss und irgendwelche Gelder, die man erstmal wieder reinbringen muss und dann erstmal da einen Strich zieht und dann alles da drüber ist dann Plus. Aber das ist ja alles virtuell, das heißt, abgesehen von Programmieren oder sowas und vielleicht Marketing ein bisschen, haben die nicht viele Ausgaben, das heißt, an sich müssen die nicht irgendwas wieder einbringen, um Break-Even zu sein und dann irgendwie Plus zu machen. Auch wenn sie wenige Tickets verkaufen, sag ich mal, machen die ja bereits fett plus. Deswegen das Argument kann man nicht unbedingt so sagen. Zudem gibt es natürlich viel zu viele auf der Welt, die das trotzdem kaufen.
Weil an sich, rein theoretisch, war es ja eigentlich nicht so schlecht. Und meiner Meinung nach muss man es auch irgendwie ein bisschen anders betrachten. Nicht im Sinne von, boah, das ist ein Event, das man freikauft. Das ist auf derselben Stufe wie ein Safari-Zone-Ticket oder so. Nur, dass man jetzt zu Hause ein Event hat. Das Einzige, was ähnlich ist, ist halt die Spezialforschung. Man hat eine Spezialforschung, die man machen kann, aber abgesehen davon hat es null Ähnlichkeit mit einer Safari-Zone. Ihr solltet das eher so wie eine Box vergleichen. Stellt euch das Ticket nicht vor wie ein Ticket, so wie Ticket zur Safari-Zone, nur weil es Ticket und Ticket heißt, sondern stellt euch das wie eine Box vor. Die Box hatte, anstatt was wir jetzt drin haben, auch da beschweren sich wieder viele Leute, das soll anscheinend die schlechteste Box jemals sein, vom Wert her. Mir ist egal, da sind 3 Glückseier drin, kaufe ich. 17 Pässe und 3 Glückseier, mehr brauche ich nicht. Ich habe sie mir auf jeden Fall gekauft, vor allem gestern, so viel geratet, da musste ich sie mir auf jeden Fall kaufen. Aber vergleicht das Ticket mit der Box. Stellt euch vor, das ist ein Regi Gigas Box, Spezialbox. Da sind 10 Pässe drin, eine Pose, eine Medaille und die Spezialforschung. Sagt ja auch keiner, boykottiert die große Box, die ist so schlecht. Obwohl man es natürlich machen sollte, weil die sind echt schlecht geworden. Video dazu habe ich auch gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Irgendwas mit, es kommen nie wieder gute Boxen. Aber da sagt man, da flippt man ja auch nicht so aus. Und wenn man es so betrachtet, denke ich mal, würden weniger Leute ausflippen. Klar, es gibt schon einige Nachteile. Es gab Spezialforschung. Nee, nicht Spezialforschung. Es gab besondere Quests für Leute mit Ticket. Also im Grunde genommen hat man sich ein Shiny Panzerion gekauft. All die Sachen, die ich bisher erwähnt hatte, waren nette Extras, aber ob man sie jetzt hat oder nicht, ob ich jetzt ein Despot habe oder nicht, ich kann auch einfach ein Lavita Crypto machen oder ein Despot Raid oder sowas. Labgas gibt es auch was für Quests und sowas. 18.000 EP, 9.000 Stab und sowas. Muss nicht sein, also da hatte echt niemand was verpasst. Aber alle Ticket-Leute hatten halt die besonderen Event-Quests und es gab glaube ich 4 oder 5. Die meisten waren zwar relativ egal, sag ich mal, seien wir mal ehrlich. Abgesehen eben von der Panzerion-Quest gewinne ein Raid. Habe ich auch gemacht, habe ich leider nicht bekommen. Aber das hatten halt eben nur die Ticket-Leute und die haben sozusagen, weil Panzerion nicht erhöht gespawnt ist, sich einen Shiny Panzerion gekauft. Das ist der Unterschied und das ist schon ein Nachteil. Aber ansonsten hat das Ticket echt, um ehrlich zu sein, überhaupt nichts gebracht. Feldforschung, Spezialforschung war so schnell erledigt und hat jetzt nicht so viel gebracht. Das einzige Nette war, wie gesagt, die Panzerion-Quest. Gigas kommt nächste Woche in den X-Rates. Und ich muss ehrlich sagen, falls mich jetzt irgendjemand fragt, falls keiner von mir herkommt und sagt, yo, das nächste Ticket-Event, wie war das erste Ticket-Event, so sollte ich mir das Ticket gönnen? Ich habe davor gesagt, bevor das Event angefangen hatte, ist ein solider Deal. Wenn man es kaufen will, soll man es kaufen, wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, nö, lohnt sich überhaupt nicht. Klar, man darf es halt nicht zu krass machen, weil sonst kommen diese ganzen Leute, die das Ticket nicht kaufen und sagen, hey, das ist unfair. Und natürlich muss man das irgendwie balancen und Gleichgewicht halten zwischen Pay-to-Win und Nicht-Pay-to-Win und Leute, die nicht kaufen und so, dass die Leute, die es kaufen, nicht zu klasse Sachen bekommen. Wobei ich sagen würde, Shiny Panzerion ist schon ziemlich krass, dass nur die Leute, die das gekauft haben jetzt sozusagen, oder die meisten, eins haben und jeder, der es nicht gekauft hat, beinahe gar keine Chance hatte. Ja klar, den gab es aus dem Ei und ich habe glaube ich sogar einen gebütet, ist nicht Shiny geworden, aber ist natürlich schon ein großer Unterschied, ob man da 30, 40, 50 Panzerion Quests am Tag macht, gestern, oder ein, zwei Panzerion brütet und vielleicht ein, zwei Wild sieht oder sowas. Aber abgesehen davon, das Ticket, von dem Geld kann man sich auch einfach eine Box kaufen, denn das Einzige, was wir gestern gemacht haben, ist eigentlich Raiden. Wir haben den ganzen Tag nur geradet für die Regis, für die Shiny Regis. Ich persönlich noch für gutes Regi Eis und gutes Regi Lock. 1784 ist leider nicht gekommen. Das wäre ein 100er, aber ich wäre auch mit 96 zufrieden gewesen. Das hätte man halt auch ohne Ticket machen können. Ganz ehrlich, das hätte man einfach ohne Ticket machen können. Ja, Medaille und so, ist ganz nett. Pose, sieht zwar komisch aus, aber es ist eine Pose und so. Naja. Und das Event gestern, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so abgeht, ich kann mal schauen. Aber ich glaube, heute nicht mehr. Also die Raids gestern waren ja verrückt einfach nur. Wir sind da diese Marienplatz-Stachus-Route einfach rauf und runter gegangen. Die sind einfach immer und immer wieder gespawnt, das war zu krass. Wir waren Stachusbrunnen 4 oder 5 Mal. Die anderen haben schon drüber Witze gemacht, dass die Arena noch auf Gold bekommen hätte. Auf jeden Fall kann man das eher mit einem Raid-Day vergleichen. Es ging nur darum, so viele Raids wie möglich zu machen und beinahe überall waren Raids, also 500 Raids. Und die wurden runtergestuft, genau wie bei Raid Days. Also eigentlich war es ein Raid Day ohne die freien Pässe. Und wenn man es so betrachtet, ist es natürlich Abzocke. Ist es natürlich viel schlechter. Im Grunde genommen war es einfach ein Regi Raid Day,
aber ohne die 5 freien Pässe. Also schlechter als Laudos, Aptos, Zapdos, Entei, Suicune und Raikou. Die hätten eigentlich auch einfach 3 Raid Days machen können, mit den 3 Regis und 5 freien Pässen. Das wäre eigentlich genau dasselbe gewesen. Sagen viele Leute zum Beispiel, yo, ich habe das Ticket nicht gekauft, ich habe so einen großen Nachteil gehabt. Oder es ist so unfair gegenüber Free-to-Play und sowas. Wie gesagt, abgesehen vom Shiny Panzerion habt ihr echt absolut gar nichts verpasst. Aber, genau wie bei jedem Raid Day, haben Leute, die wenig reincashen oder gar nicht reincashen, nicht die Möglichkeit, so viel zu raiden. Aber das Problem gibt es halt auch bei den ganzen anderen Raid Days. Die kriegen halt wenigstens 5 freie Raid-Pässe zum Raiden. Aber bei dem Regi-Raid Day, da hat man eigentlich blöd aus der Wäsche geschaut, wenn man nicht viel reincasht. Und wir haben echt eine Menge gestern reingecasht. 50 plus Raids. Und klar, nicht jeder macht so viele Raids. Nicht jeder will so viel raiden. Nicht jeder raidet so viel. Nicht jeder geht so viel Klasse ab und macht so viel. Und für die alle war das natürlich, nehme ich mal an, kein gutes Event. Weil was gab's? Es gibt ein paar Sachen vermehrt. Davon nicht wirklich was Tolles. Außer das Panzerion, das halt nicht vermehrt ist. Ansonsten reduzierte Kilometer für Ei, aber es juckt nicht wirklich. Also im Grunde genommen kann man sagen, das war eigentlich ein Abzocker-Raid-Day. Plus-Ticket war schlecht, hätte man sich sparen können. Kann ich nicht empfehlen, nochmal zu kaufen. Klar, ich werde es mir nochmal kaufen, weil YouTube-Arbeit und so und von Steuer absetzen, aber... Aber der Otto-Normalverbraucher sollte sich das Ticket einfach nicht kaufen, nein. Eine Kleinigkeit, die ich noch ansprechen will. Man konnte sich das Ticket ja nur mit Echtgeld kaufen und nicht Münzen im Shop. Und es hat auch schon viele aufgeregt und wie gesagt, Free-to-Play-Spieler oder Leute, die nicht so viel reincashen, hatten einen Nachteil oder haben gesagt, sie hatten einen Nachteil. Und allgemein haben sie halt eigentlich immer einen Nachteil, auch bei Entei, Raikou, Suicune, Raid Day. Klar, 5 Pässe sind nice, aber in der Regel braucht man mehr als 5, um das Shiny-Pokémon zu erhalten. Und ich kenne auch viele, die haben gestern 40, 50, 60 Raids gemacht und keinen einzigen bekommen. Das ist natürlich heftig. Checkt das Video, falls ihr wissen wollt, ob ich alle bekommen habe. Aber die Sache mit den Free-to-Play-Spielern ist halt, Niantic muss euch nichts Free-to-Play bieten. Die bieten schon sehr, sehr viel für Free-to-Play-Spieler. Eigentlich viel mehr, als ihr verdient. Es gibt viele Spiele, da sieht es ganz anders aus. Und ihr müsst euch, um ehrlich zu sein, mal an der eigenen Nase fassen. Man kann nicht im Leben rumlaufen und alles für umsonst erwarten. Niantic ist ein Business, Niantic ist ein Spielehersteller, die müssen Geld verdienen. Und an euch verdienen sie halt null Geld und ihr könnt halt nicht von Niantic erwarten, dass sie euch supporten. Wenn man sagt jetzt, boah, Niantic solche geldgeilen Abzocker geworden, weil sie das Ticket verkaufen wollen und Free-to-Play-Spieler keine Möglichkeit haben, das Ticket zu besorgen, ja, dann muss ich sagen, Pech gehabt, Free-to-Play-Spieler. Wenn ihr nicht bereit seid, Geld zu zahlen, Niantic ist auf in keinster Weise dafür verantwortlich, euch das Spiel kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr nicht bereit seid, Geld zu zahlen, dann seid ihr nicht bereit, Geld zu zahlen. Gleichzeitig aber darf es halt auch nicht in die andere Richtung gehen, wo man echt Pay-to-Win wird und einfach für alles reincashen kann und so viel machen kann, wie man will. Wobei man das eigentlich mit den Boxen schon machen kann. Glückseier, Sternstücke, Inkubatoren, Raid-Pass und so. Aber es darf halt nie diese Linie überschritten werden, meiner Meinung nach, wo man etwas kaufen muss, das man sonst unbedingt im Spiel braucht und sonst nicht weiterkommt. Und das hat Niantic noch nicht. Das Ticket, wie gesagt, war unnötig. Dementsprechend alle Free-to-Play-Spieler und alle, die nicht so viel reincashen, ihr solltet da ein bisschen weniger rumholen. Ich verteidige Niantic jetzt zwar ein bisschen mit diesem, ja, sie sind Business, sie wollten schon immer Geld. Aber klar, die Richtung, die sie einschlagen, ist mehr geldorientiert als davor. Und mir persönlich gefällt das auch nicht. Ich habe auch schon Kritik dagelassen zur Bonuswoche. Und dass das halt einfach nur Geldmacherei war mit den Inkubatoren und Brutmaschinen und Geld machen und brüten. Und das wird halt immer offensichtlicher. Und immer mehr und immer mehr. Und dazu kommt auf jeden Fall auch nochmal ein Video. Weil es wird halt immer heftiger. Es wird halt immer mehr Wert auf Brüten und Geld ausgeben gelegt. Und die Boxen werden immer schlechter und dies, das. Also man merkt schon, Frustration steigt auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Da kommt Niantic auf jeden Fall nicht ungeschoren davon. Aber wie gesagt, das mit den Free-to-Play-Spielern hat mich schon ein bisschen gelangweilt, weil wer seid ihr? Wer denkt ihr, wer ihr seid? Dass ihr sowas erfordert. Und das auch noch umsonst. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Real Talk an die Free-to-Play-Spieler. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Meine Gedanken zu dem ganzen Wirrwarr-Chaos. Es war eine lustige Zeit. Es war ein unnötiges Ticket, aber trotzdem eine lustige Zeit. Viele, viele Arena-Punkte. Ich habe meine Sachen, nicht ganz, aber viele Sachen bekommen. Netter Tag mit den Jungs. Grüße gehen raus an Regensburg. War okay. Checkt das Video ab. Ist ein gutes Video. Ansonsten,
Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Natürlich schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu dem Ganzen. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Seid ihr begeistert von dem Event? Seid ihr begeistert von dem Ticket? Hattet ihr ein Ticket? Würdet ihr es nochmal kaufen oder eher nicht? Würdet ihr es empfehlen? Was denkt ihr, könnte Niantic besser machen? Was darf Niantic auf jeden Fall nicht wieder machen? Wie fandet ihr das mit den Raids, dass sie so oft, so verrückt, so häufig gespawnt sind? Oft und häufig sind dasselbe Wort. Ich habe mich gerade wiederholt. Hattet ihr mehr aus der Spezialforschung erwartet? Bessere Belohnung, mehr Staub, mehr EP, bessere Pokémon, was weiß ich. Längere? Das hatten auch viele kritisiert. Nur 3 Aufgaben sozusagen, 3 Level, 3 Stufen. Und die vierte will man natürlich nur Sachen abholen. Und die Leute hätten ein bisschen mehr gerne gehabt, also mehr Spielspaß. Das kann ich natürlich auch verstehen. All das unten in den Kommentaren, aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Pokémon ist hier das Business.